Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Es ist wieder ein unglaublicher Morgen. Die Sonne, die geht gerade wieder so wunderbar über unserem Wald da hinten auf. Es ist wolkenlos. Es ist kalt. Wir haben minus 2-3 Grad. Der Rasen ist gefroren, aber nicht mit Raureif belegt. Und wir schauen mal, was wir heute noch so an tollen Sachen hier mit dem Rasen entdecken. Wenn ihr jetzt hier mal so nach links guckt, da, so nach links, dahin, da ist alles noch überfroren. Das ist neben meinem Haus. Wenn ich jetzt auf mein Haus schwenke, wir schwenken jetzt mal rum. Bam, 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 bam. Oh, so. Bisschen schief. Macht nichts. Jetzt gucken wir hier auf die Südkante, die berühmte Südkante des Rasenfreaks. Alte schöne Videos gibt es dazu. Und die Südkante ist schon völlig grün und völlig abgetaut. Das ist unglaublich. Hier ist der Rasen schon völlig frei, weil die Sonne durch unsere großen Glasflächen zurückreflektiert wird auf den Rasen. Und deswegen ist hier die Temperatur wesentlich wärmer als links neben dem Haus. Echt eine coole Sache. Ja, und deswegen muss ich hier mal besonders aufpassen im Sommer, dass es hier schön gewässert wird. Und hier wächst der Rasen auch im Winter wesentlich stärker als auf den anderen Flächen. Was macht denn meine Frau da? Sie muss schon die ganzen Gräser hier abflammen. Wächst schon wieder alles. So, jetzt haben wir mittlerweile 15 Uhr. Ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig über meinen Rasen rüber. Der ganze Boden ist gefroren und wir messen jetzt mal schnell hier die Bodentemperatur. Also hier war es den ganzen Tag 2,5 Grad. 1 Grad ist hier der Boden warm. 2,5 Grad heute Lufttemperatur. Und jetzt gehen wir mal zur Südkante. Jetzt messen wir mal hier an der Südkante, wo den ganzen Tag die Sonne drauf geschienen hat. Sieben Grad. Im Süden 7 Grad. Unglaublich. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.